You know, I have no idea what the name of this program is, but you're watching it. Heidi, Heidi. We're Bros, and you're watching P.I.T. Schönen guten Abend zu PIT. Grüezi müsste ich eigentlich sagen, denn wir sind in der Schweiz und da gibt es ja so einige Klischees. Heidi, Emmentaler, die Gemsen und natürlich nicht zu vergessen die Banken. Aber klischeehaft langweilig wird PIT auch diesmal dich, denn wir sind in Montreux am Genfer See, eine wunderschöne Stadt. Und zweimal im Jahr kommen auch die Musikfans voll auf ihre Kosten. Da gibt es zum einen das Golden Rose Rock und Pop Festival. Das wird parallel abgehalten zur Wahl der besten Unterhaltungssendung im Fernsehen. Und dann gibt es das sehr berühmte Montreux Jazz Festival, was auch jedes Jahr im Casino stattfindet. Das übrige Jahr Montreux, bisschen verschlafen, aber keine Sorge, man ist vor Überraschung nicht sicher, denn es kann gut sein, dass man den einen oder anderen Popstar trifft, denn viele machen hier Urlaub, einige haben sich ganz niedergelassen, ob nun aus finanziellen Gründen oder weil es ihnen wirklich gut gefällt, das sei erstmal dahingestellt, aber immerhin, Montreux ist voller Überraschung. Hier ist also der offizielle Eingang zur International Music and Media Conference und drinnen reden sich natürlich Fachleute und Journalisten die Köpfe heiß über alle möglichen Probleme der Musik und hier draußen warten die Zuschauer auf die Stars, die ein- und ausgehen und auch hier mal geschaut, wer ist in, wer hat für Gesprächsstoff gesorgt. Im letzten Jahr waren es ja Aha, die den größten Wirbel verursachten und diesmal waren es natürlich Bros. Immer von kreischenden Fans umgeben oder auch von Reportern und hier versuchen sie sogar in einem Motorboot zu flüchten, doch die cleveren Journalisten hatten ein schnelleres Boot gemietet und schließlich geben sie auf. Einer durfte Bros in aller Ruhe fotografieren, Frederik Gabowitsch, Popfotograf aus München. Er kennt viele der großen Stars, aber wie man sieht, er tut auch einiges dafür, um die Freundschaft zu erhalten. You want to hear it? This is it. You're looking for trouble, right? Okay. This? Okay. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just right on my face. Yeah. Yeah. Bros mögen Deutschland und natürlich auch ihre deutschen Fans. Obwohl es in Montreux kaum Interviews gab, für PET waren sie zu sprechen. Wie war nun der Titel ihres ersten Hits, When Will I Be Famous, zu verstehen? It's arrogant, a very arrogant.
Es ist ein sehr arroganter Titel, einfach offen auszusprechen, wann werden wir berühmt. Aber wir spekulierten damit, dass uns das in der Presse helfen würde. So that we just thought, you know, well, it's arrogant, but it's going to work. Jetzt, wo sie es geschafft haben, ist das Gefühl, berühmt zu sein, bei all den kreischenden Fans nicht einfach manchmal nervend? Oh Gott, you know, I need my privacy, but... Wenn man die feste Absicht hat, in diesem Geschäft erfolgreich zu sein, dann muss man auch die Folgen akzeptieren. Ich glaube nicht, dass das ein hoher Preis ist, den man dafür zahlen muss. Man muss nur gelassen bleiben, alle Leute gleich nett behandeln, so wie wir das tun. Man fragt uns auch immer, wie wir in Erinnerung bleiben wollen, und wir antworten so wie die Beatles. Natürlich sind wir nicht so groß wie die Beatles und werden es auch vielleicht nie sein, aber es ist lustig, die Typen von der Presse zu sehen, wie sie ganz schockiert aufschauen. Was haben sie da gesagt? Dass sie genauso schnell, wie sie gekommen sind, auch wieder von der Bildfläche verschwinden oder im Streit auseinanderbrechen, wie ja schon so viele Bands vor ihnen, diese Angst scheint Bros nicht zu kennen. Greg ist mein bester Freund und Luke mein Bruder. Ich glaube, das hilft uns, als Team zu arbeiten. Ein Streit dauert bei uns höchstens 10 Minuten, dann ist alles vergessen. Wir mögen uns eben. Viele Bands trennen sich, weil sie einfach nur zufällig zusammengekommen sind, und dann beginnt das Geld, sie zu entzweien. Wir teilen alles. Mein Geld gehört den anderen und ihr Geld gehört mir. Nur wir drei zusammen sind Bros. Ein anderer Shootingstar 1988 ist sicherlich die New Yorkerin Taylor Dane. Sie hatte schon 2 Nummer-1-Hits in den USA und auch bei uns war sie schon ganz oben. Es war sehr schwierig. Ich habe viele Jahre dafür gebraucht. Aber jetzt, durch diese Mode mit den Dance Records, ist es viel leichter für viele Musiker, schnell einmal eine interessante Single herauszubringen. Ob du es allerdings schaffst, ein ganzes Album zu machen, ist wieder eine andere Sache. It's different. People aren't going there and making a whole album, you know, they're doing singles. It's a different type of thing. I'll always love you for the rest of my days. You have won my heart. Taylor Dane hat auch schon vor ihrem großen Erfolg Musik gemacht, Rockmusik. Sie war eine Art Kultstar in der New Yorker Clubszene. Kultstar bedeutet nur, dass man keine Platten verkauft. Ist sie nun eigentlich froh, dass sie endlich mal Geld verdient und kommerziell Erfolg hat? I don't know. It depends. An manchen Tagen ist es angenehm und an anderen nicht. Es ist so wie bei jedem anderen Job. Es kommt eben darauf an, wie du gerade drauf bist. Some days it's nice, but other days you just no. Was sind nun eigentlich Ihre Erfahrungen aus der bisherigen Karriere? Das Marketing ist heute das Wichtigste. Das bestimmt fast alles. Ich würde sagen, es ist genauso wichtig wie ein großartiger Song.
Stichwort Marketing. Genau darum ging es anscheinend auch bei den Konferenzen, Seminaren und Business-Meetings rund um diese Musik- und Medienkonferenz IMMC, die im Festivalpalais stattfand. Vom Veranstalter des IMMC wollte ich wissen, was sind nun eigentlich die Hauptzielsetzungen des Festivals? Dies ist ein Zusammentreffen von Businessleuten, Medienvertretern und Managern. Jeder dieser Bereiche ist wesentlich für den Aufbau einer Künstlerkarriere, weil heute sind in so eine Karriere außer dem Künstler noch viele andere Leute involviert. Auf der IMMC-Terrasse herrschte manchmal schon ein ganz schönes Durcheinander, denn hier sollten auf engstem Raum Fotosessions, Interviewtermine stattfinden und dazwischen tummeln sich natürlich auch noch die Autogrammjäger. You're welcome to see the show. Hey, Gilland. Here comes Cheap Trick. Ah, no, it's Rick. Oh, Roger. In dieser ganzen Hektik, da passiert es natürlich schon mal, dass Cheap Trick einen Interviewtermin von Queen stören und im Gegenzug verzögert sich dafür ein Cheap Trick-Interview wegen einer Fotosession von Samantha Fox. Aber alle nehmen das eigentlich ziemlich locker und sind zu Scherzen aufgelegt. Soft and nice Edelweiss. But I agree with you. We should have more. Es stimmt, dass wir zu wenig Künstler vom europäischen Kontinent haben. In den europäischen Charts haben sie einen Anteil von 40% und so groß sollte auch ihr Anteil beim Festival hier in Montreux sein. Aus Deutschland waren eigentlich nur Sandra und die Rainbirds in Montreux vertreten und die Rainbird-LP, die ja in Deutschland von Platin-Status erreicht hat, soll nun weltweit veröffentlicht werden. Was meint die Band dazu? Also eigentlich ja, mit Spannung, genauso wie vor der Veröffentlichung der LP in Deutschland. Was passiert jetzt? Ne? Passiert überhaupt was? Oder ja, wie sind die Reaktionen? Also ich kann da überhaupt nichts zu sagen jetzt. Crying, 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 teardrops drop. Crying, 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 teardrops drop. Crying, crying, crying. Diesem internationalen Star-Auftrieb steht die Band allerdings eher reserviert gegenüber. Also ich war ziemlich aufgeregt am Anfang und am Schluss ziemlich enttäuscht. Boy on the beach is crying. Boy on the beach cries a river of tears. The woman by the river, can you taste my love? Aufgeregt einfach im direkten Vergleich mit den großen amerikanischen und englischen Stars zu stehen und enttäuscht, weil ich irgendwie ja keine großen amerikanischen und englischen Stars bemerkt habe, sondern nur einen Haufen Plastik. Es gab so ein paar, wo ich was anderes erwartet hatte, also dass sie lustloser wirken würden, also oder mehr so wie Schauspieler bei ihrer Sache. Und die mir dann gezeigt haben, dass es doch nicht so ist, aber dann die meisten sind schon irgendwie, also es ist unheimlich viel eben auf Sex halt auch aus, ne? Eben so Körperteile zu zeigen. Und ich meine, das ist ganz okay, aber ich weiß, ich fand, waren nicht so aufregende Körperteile dabei. Deswegen fand ich es nicht so toll. Damit
Damit hat Katharina Frank sicherlich Sängerinnen wie Sabrina oder Samantha Fox gemeint. Doch die stört die Kritik eigentlich weniger als die Mücken, die um sie herumfliegen. There's loads of bees flying around here, you know? Samantha Fox sieht zwar jedes Mal etwas anders aus, aber sie ist Stammgast in Montreux. Ihr aktueller Hit handelt von den Naughty Girls, den schlimmen Mädchen. Jeder glaubt, dass ich schlimm bin, da kann ich es ja auch gleich singen. Dieses Lied handelt schon von mir, aber ein so schlimmes Mädchen wie im Lied will ich wieder auch nicht sein. Samantha Fox was such a wild dame. But what's in a name? Samantha. No more fun and games of the mind. Auch Sinitta aus England passt in die Ecke. Ich bin schön, darum singe ich. Aber sie scheint sich auch Gedanken darüber zu machen, warum so viele singende Models zurzeit Erfolg haben. Popmusik was kind of very much for girls. Früher war Popmusik für Mädchen, damit sie kreischen, weinen, schreien und in Ohnmacht fallen. Heute kommen auch die Burschen. Wenn ich singe und tanze, stehen sie da und gaffen ganz verträumt. Heute fahren also auch die Jungs auf Popmusik ab. Und da setzen wir an. Sinitta ist mein wirklicher Name. Meine Mutter hat mir das angetan, aber ich habe ihr inzwischen vergeben. Schon in der Schule konnte niemand meinen Namen richtig aussprechen. Aber heute, glaube ich, passt er irgendwie zu mir. Ein schrecklicher Name für ein schreckliches Mädchen. Mein Spitzname ist Sin, Sünde. Nicht besonders nett, was? Süße Sünde, das gefällt mir. Gibt es denn bei diesem neuen Trend wenigstens auch männliche Groupies? Leider nicht. Alle männlichen Groupies melden sich bitte nach diesem Interview unten an der Bar, damit wir spazieren gehen können. Für Sinitta schreiben Englands erfolgreichste Produzenten Stock Aitken Waterman. Sie machen Hits für Rick Astley, Kylie Minogue oder eben auch Sinitta. Hits am Fließband und einigen reicht schon langsam damit. Stock Aitken Waterman nehmen sich selbst viel weniger ernst, als die Leute glauben. Sie haben viel Spaß, verdienen viel Geld und amüsieren sich perfekt. They're having a big laugh, making a lot of money and enjoying themselves. Perfect. Hello, I'm Dweezil Zappa, and you're watching Pit. It's not just a good TV show. It's the only TV show, the best TV show ever made for Germany. Don't ever do anything else. Sit in front of your TV, watch it all the time. In fact, tape it and watch it over and over again. Ja, wenn man so durch Montreux bummelt, dann wird man sehen, es ist eine schöne, kleine, saubere Stadt am Genfer See in der Schweiz. Und es gibt sehr viel gut betuchte Rentner, aber wer hätte gedacht, dass vor etwa 15 Jahren hier ein Stück Rockgeschichte geschrieben worden ist. Hinten, da sieht man das Grand Hotel Swiss und vor etwa 15 Jahren stand das Ganze mal eine Zeit lang leer, es wurde renoviert und Deep Purple haben die Chance genutzt und da ein Album aufgenommen. Zum gleichen Zeitpunkt gab Frank Zappa ein Konzert im damaligen Montreuer Casino, das noch aus Holz bestand. Und es passierte was, was selbst für Frank Zappa etwas Außergewöhnliches ist, nämlich das ganze Ding brannte ab. Und die Purple beobachteten das vom Fenster aus, vom Hotel und sahen den Rauch auf dem Wasser. Und daraus entstand dann Smoke on the Water, wohl einer der größten Hits dieser Gruppe.
Nun, das Casino ist inzwischen wieder aufgebaut aus Waschbeton. Das Hotel ist wieder bewirtschaftet und Frank Zappa ist immer noch aktiv, immer noch genauso verrückt, wie man ihn kennt. Was hat er in der letzten Zeit gemacht? Wir werden mal sehen. Hello. Or? Hello, this is Frank Zappa and... Pit. Hello, this is Frank Zappa and you're watching Pit. Nachdem er ein paar Jahre von den Konzertbühnen verschwunden war, tauchte Frank Zappa dieses Frühjahr mit einem 12-Mann-Orchester wieder auf und war immer noch gut in Form. Ist es nicht verrückt, mit so viel Aufwand auf Tournee zu gehen? Das ist ungefähr das Netteste, was du darüber sagen kannst. Vermutlich habe ich am Ende dieser Tour sogar einen ziemlichen Verlust. Kaum ein anderer Star im Rockgeschäft scheint so ergebene Fans zu haben wie Frank Zappa. Sie sammeln alles, was von Frank Zappa je auf Platte, Video oder in Buchform veröffentlicht wurde. Sie tauschen Erfahrungen aus, reisen ihm zu seinen Konzerten nach, sie studieren sozusagen Zappalogie. Ich fühle mich ein wenig geschmeichelt, aber zur selben Zeit frage ich mich, ob diese Leute nichts Besseres zu tun haben. If they don't have something better to do. Ätzende Kritik an Kollegen aus dem Musikgeschäft hat der Altmeister des Schockierens auch in diesem Jahr noch nicht verlernt. Der heutige Musiker bemüht sich, auf der Bühne als Abziehbild seines Videos zu erscheinen. Daher spielen die meisten gleich Playback-Bänder und täuschen so ihre Show vor. Und das lässt keinen Platz für wirkliche Experimente. Today's artist is concerned about going on stage and playing his song from his video exactly the way it was in the video. And usually in order to do that, he has to have tape in the background playing a song and it kind of lip-syncs his way through the show. Für viele ist Zappa der Musiker, der die Popszene nachhaltig beeinflusst hat, aber er selber sieht sein Werk eher nüchtern. Ich habe halt bewiesen, dass es möglich ist, gewisse Rhythmen zu spielen, von denen alle Leute behauptet haben, dass sie überhaupt nicht spielbar sind. Wir haben mit so komplizierten Stücken das Publikum begeistert. Außerdem habe ich gezeigt, dass man Lieder über jedes Thema schreiben kann. Es müssen nicht immer Boys, Girls, Autos oder Essen sein. Man kann alles behandeln, wozu man Lust hat. Weasel Zappa, starring Weasel Zappa in the role he was born to play. Wem Frank Zappa nun doch zu altrockerhaft ist, der kann sich an Weasel halten, denn Zappa Junior macht dem Vater Konkurrenz. Die zweite Rockgeneration ist da. Ich begann, als ich 12 Jahre alt war. Ich war ein völliger Autodidakt und spielte einfach Platten von Van Halen nach, vor allem deren Version von You Really Got Me. Es hat einige Zeit gedauert. My guitar wants to kill your mama. My guitar wants to kill your mama. Man sollte glauben, es sei ein Vorteil, der Sohn einer berühmten Person zu sein. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Alle Leute sind automatisch gegen dich. Sie wollen, dass du versagst, weil du einen berühmten Namen hast. Mama told me you weren't there.
Ich selbst bin mein härtester Kritiker, aber mein Vater ist noch schwerer zufriedenzustellen. Bis jetzt mag er meine Songs, solange ich nur nicht versuche, die nächste große stupide Hitsingle zu schreiben. Meine neue Platte My Guitar Wants to Kill Your Mama ist ein Lied, das mein Vater vor 18 Jahren geschrieben hat, als ich geboren wurde. Ich mache diese Coverversion, weil das Lied niemand in meinem Alter kennt. Es ist der perfekte Song, der mit Garantie alle Menschen beleidigt, die es verdient haben, beleidigt zu werden. Ich sehe schon, ihr fragt euch, warum ich im Fernsehen bin. Gelehrt hat mich mein Vater eigentlich nichts. Außer, dass ich aus dem Bauch singen soll. Ich halte mich noch nicht für so gut, dass ich schon das Erbe meines Vaters antreten könnte. Aber ich hoffe bald, diese Kraft zu haben. Viele wissen vielleicht gar nicht, dass auch Kim Wilde aus einem ziemlich musikalischen Elternhaus stammt. Vater Wilde war Ende der 50er Jahre in England ein im wahrsten Sinne des Wortes wilder Rocker. Ich glaube, die Chromosomen bestimmen, ob du musikalisch bist oder nicht. Meine Eltern haben mir eine ganze Menge davon vererbt. Wie viele Chromosomen hat man eigentlich? Quite a lot, don't you? Ein wichtiger Karrieresprung und sicherlich auch eine Herausforderung sind für Kim Wilde die Stadionkonzerte im Vorprogramm von Michael Jackson in vielen Städten Europas auf der laufenden Tour. Wenn man schon für jemanden als Vorgruppe spielt, dann muss es doch Michael Jackson sein, oder? If you're gonna support anybody or if you're gonna open for anyone, then it's gotta be Michael Jackson. Ist denn nun Michael wenigstens auch Ihr Lieblingssänger? Er ist einer meiner Lieblingsstars. Ich mag auch Prince sehr gern, aber Michael beeindruckt mich. Diese etwas mürrisch dreinblickende Gemse auf den Felsen löst bestimmt bei vielen Popstars Bewunderung aus, denn das ist sozusagen das Wahrzeichen der Mountain-Aufnahmestudios in Montreux, im Casinobau, im Keller genauer gesagt. Und das Studio gehört Queen und somit entstand hier auch wieder ein Stück Popgeschichte, nämlich eins der ersten Duette dieser großen Duettwelle, die dann folgte, Queen und David Bowie, Under Pressure. Aber Queen vermied natürlich das Studio auch an andere Gruppen, AC/DC waren hier, die Rolling Stones, Chris, Rhea, Iggy Pop und weiß ich nicht wer sonst noch alles. Also es muss schon irgendwas Besonderes sein, obwohl, wenn man sich hier umschaut, man sieht es eigentlich nicht. Es sieht relativ klein aus, nichts Besonderes, aber was reizt nun die Leute hier in dieser ländlichen Abgeschiedenheit zwischen Glocken und Kühen, was aufzunehmen? Das wollen wir untersuchen. Queen gehen im Studio natürlich so richtig hart zur Sache. Produzent Giorgio Moroder, der in Montreux mit einem eigenen symphonischen Werk fürs ZDF beim Golden Rose Festival vertreten war, hat mit Queen in Montreux sogar schon im Studio aufgenommen. Ich habe den Eindruck, dass man hier sehr gut Sachen aufnehmen kann mit einer Gruppe. Eine Gruppe, die selbstständig ist, die keine Musiker brauchen, keine Instrumente. Sie kommen hierher, es ist schön, sie fühlen sich auch, glaube ich, ein bisschen von dem ganzen Stadtwesen abgetrennt und können besser arbeiten. Musik
Ich glaube immer, dass sie uns demnächst einmal hinausschmeißen werden. Spaß beiseite. Ich finde es großartig, hier im Mountain Studio zu arbeiten. Übrigens haben wir sehr günstige Tarife. Drei oder vier Monate in Montreux wären mir zu lange, aber das ist mir überall zu lang. I think rock and roll came from the frustrated suburban people anyway. Der Rock'n'Roll kommt ja eigentlich von den frustrierten Vorstadtbewohnern und da gehört er auch hin. Eigentlich ein Widerspruch, dass in Montreux Rock'n'Roll gespielt wird. Seit neuestem hat Roger Taylor noch eine zweite Band neben Queen, Cross. Allerdings ist er hier vom Drummer zum Frontman gewechselt. Well, I've got a different job in the Cross. I'm the lead singer and the rhythm guitarist. Bei Cross habe ich eine andere Aufgabe als in Queen. Ich bin ja hier nicht Schlagzeuger, sondern Sänger und Rhythmusgitarrist. Außerdem arbeitet Queen nur ungefähr vier Monate im Jahr als Gruppe. Und daher habe ich acht Monate Zeit, um etwas anderes zu tun. Es erinnert mich irgendwie an den Anfang von Queen. Da gab es übrigens einmal eine Show, zu der überhaupt niemand kam. Nicht einmal meine Mutter, obwohl sie es versprochen hatte. Im Moment ist Roger allerdings wieder mit Queen im Studio. Denn im Herbst gibt es die neue LP und er meint dazu... What do you do? Ich glaube, das wird das Beste, was Queen seit vielen Jahren geleistet hat. Queen ist besser als je zuvor. Ein anderer Dauergast im Mountain Studio von Montreux, Chris Rea. Er kam eigentlich mehr durch Zufall hierher. The first time I used Mountain Studios was actually as a favor from... Das erste Mal, dass ich das Mountain Studio benutzt habe, war zufällig. Ein Gefallen von Roger Taylor von Queen, der mir das Studio für die Aufnahmen meines ersten Albums borgte. Es wurde mein großer Durchbruch und seitdem komme ich immer hierher. Chris Rea gesteht, dass er heutzutage eigentlich gar nicht mehr wegen des Studios nach Montreux kommt. Mein Hauptanziehungspunkt von Montreux ist die Jazzbar im Keller des Casinos. Im Winter, wenn ich aus dem Studio komme, trinke ich dort immer mindestens eines dieser guten Münchner Biere. Dieses ganze Rockspektakel ist allerdings nicht so ganz nach dem Geschmack des Engländers. Ich muss immer lachen, wenn ich so ein Playback-Festival wie hier oder in Sanremo sehe. Denn ich kenne die Bodyguards dieser Teenie-Bands. Sie sind in meinem Alter und kommen jedes Jahr. Aber die Bands, auf die sie aufpassen, sind immer andere. And the bodyguards are always the same, but the people that they're looking after are always different. Every single year. Zu Besuch in Montreux war auch Eddie Grant. Er ist ja schon lange dabei, war damals Sänger bei den Equals in den 60s. Heute hat Eddie Grant selbst ein Studio, allerdings da, wo das Wetter besser ist, nämlich in Barbados. But only as a friend. But most
most artists don't record in their home countries because of taxation, unfortunately. Viele Musiker nehmen aus Steuergründen nicht in ihrem Heimatland auf. Außerdem hat es natürlich auch einen künstlerischen Aspekt. Der Wechsel des Aufenthaltsortes bringt eine neue Atmosphäre und neue Inspiration. Auf Barbados in meinem Studio erlebe ich das immer wieder. Die Leute fühlen sich sofort entspannt. Frag doch einfach Sting. Tourist destinations in the world and people come there and they feel relaxed and you know ask Sting. It keeps a brother in a subjection, but maybe pressure will make Joanna see how everybody could live as one. Oh, give me hope, Joanna. Hope, Joanna, give me hope, Joanna, for the morning come. And give me hope, Joanna. Hope, Joanna, hope before the morning come. Sein aktueller Hit heißt Gimme Hope Joanna und handelt von der Apartheidspolitik in Südafrika. Kann denn Rockmusik heute überhaupt noch Inhalte transportieren? You see what has happened to music is that the people who are involved so deeply in music. Die Leute, die heute im Geschäft das Sagen haben, nehmen wenig Rücksicht auf die Kunst und die Musiker. Und das Ganze ist eine ganz ernste kommerzielle Geschichte geworden. Der Kunst, Musik zu machen, wird nur noch wenig Beachtung geschenkt. Und das ist auch der Grund, warum es keine wirklichen Aussagen mehr in der Musik gibt. Es gibt eben keinen Platz mehr für Botschaften. Man muss ungefähr eine halbe Stunde Auffahrt in Kauf nehmen, dann ist man hoch über dem Genfer See in einem kleinen Ort, der so ein bisschen vielleicht an Bel Air in Los Angeles erinnert. Sehr hohe Mauern, die die sehr reichen Leute vor den sehr neugierigen Blicken der Passanten schützen. Das Ganze ist sehr, sehr friedlich, kann man sagen. Und viele Prominente hat schon hier hingezogen. Charlie Chaplin zum Beispiel oder auch Stravinsky oder auch im moderneren Leben David Bowie. Und bei dem wundert es natürlich besonders, was macht dieser kosmopolitische Mensch in dieser Einsamkeit? Iggy Pop, seine Frau, eine Freundin von mir und ich waren einmal vor Jahren in der Schweiz Skifahren. Damals habe ich Montreux entdeckt. Früher habe ich die Inspiration für meine Lieder immer in Großstädten wie New York, London oder Berlin gesucht und versucht, die Spannung dieser Städte in meinen Songs zu verarbeiten. Meine Umgebung bestimmte die Musik. Jetzt schreibe ich lieber hier in den Bergen von Montreux. Hier musst du in dich hineinhorchen und die Lieder aus deiner inneren Energie herausschreiben. Denn hier in den Bergen kann man außer Lieder schreiben absolut nichts tun. Einer der sogenannten grauen Eminenzen in der Musikszene in Montreux ist sicherlich Claude Nobs. Der Direktor des Jazz-Festivals gibt gerade einen Cocktail für die Großen im Musikgeschäft wie den Queen-Manager Jim Beach. Später werden der Gruppe A-ha goldene Schallplatten verliehen. In diesem Garten trafen sich übrigens auch einst David Bowie und Queen. Spontan regte der Gastgeber Nobs eine kleine Studio-Session an. Ergebnis: der Welthit Under Pressure. So einfach geht's manchmal. Ansonsten aber sieht hier alles ziemlich ländlich, sittlich und sehr diskret aus. Die Prominenz erkennt man nur an ihrem Abfall. It seems that the environment in Montreux is nice, is relaxing. It may be too quiet for certain musicians after a length of time. Die nette und entspannende Umgebung von Montreux mag für manche Musiker auf Dauer langweilig sein. Aber wie die Tradition von Stravinsky bis David Bowie zeigt, ist Montreux ein guter Platz für Kreativität. Und wir sind nahe am Rest der Welt. Von hier gibt es Direktflüge nach New York, Paris und London. Du bist also nicht in den Bergen verloren. Thank you.
tot, wie David Bowie meint, ist Montreux aber nun auch wieder nicht. Zumindest dann nicht, wenn Queen die Sache in die Hand nehmen und zu einer Bootsparty einladen. Die meisten, die hier vorm Casino stehen, die wollen nicht unbedingt spielen, obwohl man das auch kann, für 5 Franken Höchsteinsatz, alles andere ist verboten. Nee, die hier stehen, die wollen zu Konzerten gehen. Und gerade im Mai, da gibt es das berühmte Rock- und Pop-Festival der Goldenen Rose, allerdings mehr eine Fernsehgeschichte. Das Publikum ist mehr Staffage, muss aber trotzdem Eintritt bezahlen und alles läuft so ziemlich Playback-mäßig ab. Viel renommierter dagegen, gerade auch in Musikerkreisen, ist im Juli jetzt also das Jazz-Festival von Montreux. Es geht nicht allein um Jazzmusik, sondern es sind ganz andere Leute aus dem großen Unterhaltungsmusikbereich dabei, zum Beispiel Santana oder auch George Benson, Eric Clapton und einige davon treten sogar umsonst auf, nur um dabei zu sein. Eric Clapton, dessen Geschichte als Gitarrist von den Yardbirds über Cream bis heute soeben in einer Mehrfach-Plattenbox erschienen ist, wird seinen Welthit After Midnight natürlich auch bei seinem Auftritt in Montreux dieser Tage spielen. Er reiht sich damit in eine lange Liste von Stars ein, die vor dem kritischen Publikum des Jazzfestivals ihre Show abziehen. After midnight. Doch natürlich ist nicht nur in Montreux diesen Sommer was los. Superstars geben sich in Europa die Klinke in die Hand. Allen voran natürlich Michael Jackson. Seine Fans scheinen nie genug zu bekommen, Bruce Springsteen mit seiner 4-Stunden-Marathon-Show. Anders Wikström from Treat. You're watching Pit and stay tuned. Auch für die Heavy-Metal-Fans ist der Sommer natürlich immer Hochsaison. Höhepunkt in Deutschland sind wie jedes Jahr die Monsters of Rock mit vielen bekannten Bands der Metal-Szene und auch Newcomern wie Treat. Hardrock. Melodischer Hardrock ist unsere Musik. Hart und voller Überraschungen. A lot of surprises. Wir haben schon auf Heavy-Metal-Festivals Erfahrung gesammelt, aber wir waren noch nie in Deutschland. Daher freuen wir uns schon sehr auf die Monsters of Rock. Auch in den USA gibt es die Monsters of Rock und die Hauptgruppe dieses Jahr sind die deutschen Scorpions aus Hannover. Vielen Leuten ist vielleicht gar nicht bewusst, wie bekannt die Gruppe wirklich ist. Ihr neues Album hat 1,2 Millionen Stück Vorbestellungen und ist praktisch weltweit zurzeit in den Top 5.
Nach 3 Jahren Ruhe ist das wirklich ein triumphales Comeback. Das ist ein fantastisches Gefühl, dann weißt du genau, dass es einfach der richtige Weg war, sich die Zeit zu nehmen, sich nicht verrückt machen zu lassen von dem Druck von außen, der immer sagt, Mensch, Jungs, was macht er da so lange, kommt meine Strümpfe, sondern wir haben uns nicht kirre machen lassen und haben einfach versucht, ein Album zu machen, wo wir 100% hinterstehen können, denn man kann nur andere Leute begeistern, wenn man selbst begeistert ist. Also das größte Event in Amerika sein in diesem Sommer oder im ganzen Jahr. Ich meine, wirklich die größten Stadien, Coliseum, Los Angeles, wo die Olympiade war, Giant Stadium New York, nur die ganz großen Sachen. Und das ist für uns natürlich ein fantastischer Beginn für die Tournee, weil wir in kürzester Zeit also ungefähr gut 2 Millionen Leute erreichen werden. Heavy Metal oder Rock'n'Roll ist das letzte Abenteuer unserer Zeit. Und noch einmal Superstars. Besuch bei den alten Herren von Pink Floyd in einem antiken Schloss in Versailles. Eine Reise in die Vergangenheit. Totgesagten Ritter der Popmusik, wie sie hochtrabend genannt werden, sind auf der größten und erfolgreichsten Welttournee ihrer über 20-jährigen Bandgeschichte. Ein Comeback nach Mars, wie auch der Hobbyrennfahrer der Gruppe, Schlagzeuger Nick Mason, meint. Wir haben uns zum Comeback von Pink Floyd entschlossen und nun nehmen wir diese Verpflichtung und dieses Projekt auch dementsprechend ernst. Es ist wie beim Autorennen. Man kann es nicht genießen, wenn man nur 5 Minuten vor dem Rennen kommt und dann gleich nach dem Rennen wieder abhaut. Und um am Leben zu bleiben, zum Beispiel beim Autorennen, muss man es richtig machen und sich nicht mit einem Kater unausgeschlafen ins Rennauto setzen. Genauso ist das bei der Popmusik. In manchen europäischen Ländern haben Pink Floyd sogar mehr Karten verkauft als Michael Jackson. Michael Jackson's more popular than us in England. You know, he's sold more tickets than us in England. You know, who knows? Michael Jackson ist dafür populärer als Pink Floyd in England. Er hat dort mehr Tickets verkauft als wir. In anderen Ländern war es umgekehrt. Wir sehen Michael Jackson auch nicht wirklich als einen Konkurrenten. Genauso wenig, wie wir vor 15 Jahren Led Zeppelin als Konkurrenz gesehen haben. Natürlich tanzen wir auch, ganz hervorragend sogar. Wir könnten Michael Jackson glatt eine Tanzlektion erteilen. Der Mann, der für die Erfolge wie The Wall verantwortlich war, ist nicht mehr dabei. Roger Waters. Die Band erinnert sich an die unliebsame Vergangenheit. So gelang es Roger Waters zum Beispiel, Keyboarder Rick Wright zu zwingen, die Band vorübergehend zu verlassen. Roger couldn't work with me.
Roger Waters hat mich damals aus Pink Floyd rausgeschmissen. Nicht einmal die anderen Bandmitglieder konnten irgendetwas dagegen tun. Roger hat praktisch die Band erpresst und ich musste gehen. Es hätte auch gar keinen Sinn gehabt, meinen Verbleib in Pink Floyd zu erzwingen, denn ich konnte mit ihm nicht mehr arbeiten und es wäre ein Albtraum gewesen, weiter mit ihm zu arbeiten. Die Geschichte hat gezeigt, dass sein Verhalten falsch war. Roger hat immer diktatorisch versucht, seinen Willen innerhalb der Band durchzusetzen. Er war von dem Wahn beseelt, dass nur er allein Pink Floyd wäre. Auch das hat er verloren. Wächst sich jeder in Montreux, kann die schöne Sonne genießen, denn so einige hundert Juroren, die sitzen den ganzen Tag im dunklen Raum und gucken sich eine Fernsehsendung nach der anderen an, um schließlich die beste auszuwählen und die bekommt dann den Preis der Goldenen Rose von Montreux. Parallel dazu gibt es mit der internationalen Medienkonferenz natürlich auch Preise für Videos und die erfolgreichen Produzenten, die können sich dann über dieses schöne Stück freuen und sich das zu Hause hinstellen. Ich meine, wenn ich so entscheiden hätte, wären die Videos, die jetzt kommen, bestimmt bei den Preisträgern. In den 70er Jahren Avantgarde Rockstar, dann war sie Hausfrau, jetzt hat sie die Schürze ausgezogen, Patti Smith. Interessant, aber leider nicht so ganz populär, das Thinkman-Projekt um den Produzenten Rupert Hine aus England. Ein Strangler wirkt alleine. Dass dieses Video vom Regisseur, der Peter Gabriel Videos gemacht wurde, kann man eigentlich leicht erkennen. Immer wieder sehr beliebt sind die Parodien von Weird Al Yankovic aus Bad Wurde Fat. When I'm going to the movies, I take up seven rows because I'm fat, fat, I'm fat. Come on, really fat. You know I'm fat, fat, I'm fat. You know it's really fat. You know I'm fat, fat, I'm fat. Come on, really you fat. Know. Don't you call me pudgy, portly or stout, just tell me once again who's fat. Ja, und die sind nun wirklich so dick, die Fat Boys haben mit ihrem Twist auch den Schöpfer Chubby Checker wieder auferstehen lassen. Hallo, wir sind Double und ihr seht Pip. Die Nationalmusik in der Schweiz ist sicherlich das Alphornblasen, aber vielleicht nicht ganz die Musik, die uns in PET interessiert. Aber so vielfältig wie die Schweiz ist, so vielfältig ist auch die Musik. Ich meine, bei Céline Dion, da kann man sich das noch vorstellen, die ist brav und nett. Sie ist die Grand Prix-Gewinnerin dieses Jahres. Aber wie sieht es denn aus bei Gruppen wie Double oder sogar Heavy Metal wie Krokus? Auch die kommen aus der Schweiz und besonders erfolgreich zurzeit bei uns mit dem neuen Formel-1-Thema Yellow. Shut the door, keep down the south. Are you ever gonna push me? Maybe you're gonna let me go. Get ready, and I'm ready, and I haven't got a clue. Any trick is turning at the crisis in my head. I'm taking the illusion to the stopping guessing man. Time is running out, the illusion fades away. Time is running out, but over the days of its way. Gibt es eurer Meinung nach überhaupt eine Schweizer Musikszene als Ganze?
Glaube ich nicht, weil die Schweiz ja unterteilt ist in drei verschiedene größere Kulturkreise, also der französische Einfluss, der italienische und der englische in der Deutschschweiz wahrscheinlich und wirklich so national und all diese Grenzen überbrücken, glaube ich nicht, dass es sowas gibt. Glaubt ihr, dass überhaupt in der Musik aus der Schweiz irgendwas typisch Schweizerisches gibt, wo man sagt, ja, das ist aus der Schweiz? Der Individualismus, der kommt so aus dem Föderalismus raus, dass jeder halt einfach für sich schaut und sich gar nicht interessiert, was sonst passiert. Ja, ich hoffe, die üblichen Schweiz-Klischees haben sich ein bisschen aufgelöst. Sicherlich, Montreux ist nicht New York, aber ich meine, wenn man hier ein bisschen sucht, dann kann man so einiges erleben. Zu einigen Jahreszeiten immerhin ist hier mehr los als in so mancher deutschen Großstadt und man muss nicht warten, bis man über 70 ist, um hier hinzufahren. Das war PET aus Montreux. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus.